Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Mir ist was ganz Kurioses aufgefallen. Und zwar gibt es jetzt so kurz vor Start, jetzt wo ich das Video drehe, ist es 15 Minuten bevor das Gaiden-Event startet. Um 17 Uhr wurde ein Event-Trailer veröffentlicht. Ein Anime-Event-Trailer. Geht 2 Minuten, der ist richtig geil. Und mir ist etwas aufgefallen in diesem Trailer, das mich vermuten lässt, dass in diesem Trailer entweder die Season 14 Legende geteasert wird, die nicht die Legende ist, mit der wir eigentlich rechnen, quasi Vantage, oder es ist tatsächlich ein ultimativ krasser Revenant-Buff, denn Respawn hat sich vor 3-4 Tagen erst zu Wort gemeldet und meint, ihnen ist bewusst, dass Revenant eine geringe Pickrate hat und es soll wieder belohnt werden, Revenant zu spielen. Heißt, in Season 14 sollten wir wohl davon ausgehen, dass Revenant einen fetten Buff bekommt. Wie der aussieht, wissen wir aktuell nicht. Und jetzt verweise ich auf meinen Drittkanal, der Apex Inspector. Dort gibt es ein Video über eine Legende namens Chester, wo nicht bekannt ist, wann die rauskommt. Zieht euch mal rein. Was die taktische Fähigkeit ist. Die taktische Fähigkeit nennt sich Spectre Drop. Man droppt quasi einen Pot, wo drei oder vier Spectres drin sind, die einen kleinen Bereich abdecken und verteidigen. In diesem geleakten Gameplay seht ihr selber, kommen diese Spectre jetzt nicht raus. Warum auch immer das hier nicht funktioniert, ja, 4 an der Zahl sollten es theoretisch sein. Und jetzt zieht euch mal rein, also ich gehe mal davon aus, dass wir können jetzt davon ausgehen, wenn er jetzt die taktische aktiviert, zack, das sieht aus wie die taktische von Revenant. Das könnte Zufall sein, einfach nur ein Platzhalter. Ihr seht es hier, zack, er haut das raus. Vielleicht könnt ihr das auch erklären, warum unten links die Legende kein Logo hat. Und auch im Auswahlbildschirm sehen wir kein Logo, das ist einfach weiß, warum auch immer. Damit ich jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringe, damit ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der aktuelle Anime-Event-Trailer. Wer noch nicht gesehen hat, auf meinem Apex Inspector-Kanal habe ich den komplett gezeigt. Der geht 2 Minuten und dort spule ich jetzt mal zu einer gewissen Szene. Revenant heizt hier alles kaputt. Versucht hier die Decoys platt zu machen und merkt, dass er keine Chance hat. Und plötzlich merkt er, okay, ich muss irgendwas tun. Jetzt zieht euch mal rein, was er macht. Fällt euch auf, was das gerade ist. Er ruft quasi die taktische Fähigkeit, den Spectre Drop. Revenant. Also, ihr seht's hier. Droppt runter. Man sieht jetzt nicht, wie die Spectre rauskommen. Natürlich, aber wir sehen ja, dass die gegen, dass die ganzen Legenden gegen Spectre fighten. Ja, und jetzt könnte man hier rein interpretieren. Entweder kriegt Revenant wirklich einen heftigen Buff oder Chester ist die nächste Legende, dass das quasi ein Teaser ist. Ich möchte es hier einfach nochmal zeigen, wie er das jetzt hier ruft und dieser Pot aus dem Himmel kommt und extrem schnell nach unten schnellt. Zack, wie aus dem Trailer. Ist schon ziemlich crazy. Keine Ahnung, ich habe bis jetzt keine weiteren Spekulationen, außer meine eigene irgendwo im Netz gefunden. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Vielleicht kommt tatsächlich Vantage nicht in Season 14. Wenn es die nächste Legende ist, dann vielleicht tatsächlich Chester. Chester ist selber, glaube ich, so eine Art Spectre. Keine Ahnung, was das genau darstellen soll. Irgend so ein Titanfall-Gedöns. Und das erklärt vielleicht auch, warum wir von der neuen Season 14 Legende, die ja eigentlich Vantage sein soll, bis heute keine klare Optik gesehen haben, also wo die Texturen schon 100% sind. Wir kennen alle Gameplay von Vantage mit einem Sniper-Kit und dem ganzen Spaß. Aber es könnte sein, dass es vielleicht tatsächlich gar nicht so passiert, weil es Respawn und EA ziemlich auf den Sack geht, dass jetzt hier so ziemlich viel geleakt wurde an Gameplay, weil jemand nämlich vor einigen Monaten so finster Respawn gehackt hat und er Zugriff auf die ganzen Legenden hatte. Und das ist der Typ, der die ganze Zeit über die letzten Wochen und Monate die ganzen Gameplays geleakt hat. Irgendwie hat er es geschafft, Respawn zu hacken und hat halt Zugriff auf die ganzen Waffen, auf die ganzen Legenden. Und dort konnten wir halt schon Gameplay sehen, ohne dass
die Optik der Legende eigentlich schon völlig fertig ist oder feststeht, wie auch immer. Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, soll es das für dieses Video eigentlich erstmal gewesen sein. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich würde mal auf jeden Fall Chester in Season 14 eher wünschen als Vantage, weil ich Vantage eigentlich ultra langweilig finde. Das ist nur meine persönliche Meinung. Das war's von mir heute rein. Viel Spaß beim Guiden-Event. Ach so, übrigens, wer heute tagesaktuell zum Dienstag das Video sieht, morgen zum Mittwoch wird es einen Livestream geben und dort wird es ein Live-Event-Pack-Opening geben bis zum Bangalore Mythic Skin. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das war's jetzt aber wirklich von mir. Haut rein, ciao.